perfektes Ferienwetter. Wir stehen 3 Tage vor dem Bündelitag und es ist genau das Wetter, das man braucht, um zu verreisen. Simon, gehst du in Ferien? Selbstverständlich gehe ich in Ferien. Und was ist das Jahr speziell? Nimmst du etwas Spezielles mit? Also ich packe meinen Koffer das Jahr mit Socken, Boxershorts, T-Shirt, Hosen und einem Uba-Gucken. Ein Uba-Gucken? Warum ein Uba-Gucken? Da fragen wir am besten Sandra. Man kann nämlich, wenn man einen Uba-Gucken mit in die Ferien nimmt, also die hier, ganz tolle Preise gewinnen. Kommt natürlich darauf an, wo man in die Ferien geht. Je weiter, desto besser. Das heisst, ich nehme einen Gucken mit, ich mache ein Foto, irgendjemand möglichst weit weg von Basel und schicke das dem Uba. Genau. Es ist halt so, man muss wirklich sehr weit weg, um den tollen Preis zu gewinnen. Ich weiss nicht, was ist der weiteste Punkt der Welt? Ich glaube, das ist irgendjemand, ich weiss auch nicht, Karibik. Wahrscheinlich ganz eine von der Welt. Aber das finden wir raus. Das heisst, ich tue mein Guckenfoto irgendjemand im Garten und sage, ich sei in der Karibik. Zum Beispiel, nein, also wirklich. Wir sehen das Bild jetzt gerade, das blenden wir jetzt schnell ein. Der Gucke ist schon in Amerika gesehen, zum Beispiel. Und jetzt schauen wir natürlich, was ich noch sonst angeht. Je weiter weg, desto besser. Aber es muss nicht unbedingt sein, weil es geht ja nicht jeden in die Ferien im Sommer. Viele finden es auch toll bei diesem Wetter und darum können auch die mitmachen. Nur ganz schnell zur Sicherheit. Man muss sehen, wo die Gucken ist. Also man muss irgendein Wahrzeichen sehen, dass man es identifizieren kann, dass wir das können nachher von Hand vom Messen, wie weit weg von Basel es ist. Und die nicht in Ferien gehen, die machen einfach irgendein schräges, originelles Foto und können auch noch etwas sehen. Also, ihr macht ein Foto in euren Ferien von einem Wahrzeichen, das man erkennt. Also Eiffelturm, Grand Canyon, whatever. Schickt uns das an wettbewerb@muba.ch oder ladet es direkt auf Facebook auf und dann könnt ihr Folgendes gewinnen. Jawohl, man kann nämlich gewinnen, ganz toll, 3x2 Übernachtungen für je 2 Personen in einem Maritimhotel nach Wahl in Europa. Ganz spannend, da könnt ihr wirklich nochmal Ferien machen, wenn ihr zurück seid, falls ihr gewonnen habt. Und, wie gesagt, wenn man halt jetzt nicht so weit weg kann reisen, dann macht einfach ein ganz schräges, originelles Foto mit der Gucke, zum Beispiel im Rhein, ganz weit unten beim Tauchen. Schickt uns das, unser originellste Foto kriegt auch den Preis, nämlich einmal 2 Übernachtungen für 2 Personen in einem Maritimhotel. Also, jetzt geht's los. Ihr müsst jetzt planen. Und ganz wichtig, wenn ihr keine Gucken habt, dann meldet euch über Facebook bei uns. Dann könnt ihr bei der MUBA selbstverständlich Gucken abholen. Wir haben noch 2, 3, damit die auch wirklich um die ganze Welt herum geht.